schwarz-weiß geringelte und eine leuchtend gelbe Blume. Dadurch lernten die Hummeln, diese Blumen mit Nektar zu assoziieren. Das ist ein bisschen schade natürlich. Ja, ne, das ist jetzt es wäre auch komisch gewesen. Im Großen und Ganzen hat ja trotz des Kalten Krieges die Sowjetunion und ihre Satellitenstaaten mit der BRD 40 Jahre lang in Frieden gelebt. Denn ich glaube, es geht wirklich um eine rein kognitive Ebene. Bei Gewohnheitsrecht steckt schon wieder sowas Normatives drin, ja, als ob man das durchsetzen könnte gegen den Widerstand von. Aber es geht hier wirklich um Gelebtes, hat ja nochmal eine ganz eigene, da gibt es also schöne Sätze auch gleich von Egon Bahr selbst noch, wenn man da mal zurückblickt drauf. Aber räumen wir es von hinten auf, Frage der Grenzziehung 1970, nächster Clip, das ist ja genau das. Schulden. Ohne Einkommen ist auch immer blöd, ne? Welchen Hebel noch andere gegen. Ich liebe diese Klänge. Yeah.
betrachtet im Vergleich mit anderen Erkrankungen. Also man hat das ja 1989 entdeckt, das war der Michael Houghton, und konnte das Virus beschreiben und isolieren. Und dann gelang es ganz lange nicht, C-Viren und beim SARS-Coronavirus 2 oder generell Coronaviren ähnlich oder zum Teil benutzen die gleichen Wirtsfaktoren, und hier kann man natürlich dann ähnliche Substanzen einsetzen. Also Wirtsfaktoren, die Bedingungen, die das Virus im Organismus. Den Mikrofon begrüßen euch in jeder Woche Ulf Burmeier, das bin ich, und am anderen Ende der Strippe Philipp Hanse, ganz herzlich. Ich bin der Fehlung. Ich bin der alte Schlamme mit dort. Vater Sepp Herberger beherbergt beharrlich Beherbergungsverbotsverweigerer. Sängerin, Influencerin und Modemacherin. Einige Leser in ihrer
Spannung schreibt sie über die 17-jährige Rachel Kim, die an einer Academy trainiert und sie... Guck mal. Das seht ihr doch auch, oder? Da kommt ein neues Pflänzchen. Ein kleiner Ableger. Ich habe immer noch Schlafprobleme. Die habe ich aber schon seit ich weiß nicht, mittlere Jugendzeit oder so, also schon seit über ein Jahrzehnt. Und ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich hieran liegt, aber ich finde, es ist besser geworden. Und ich habe das hier von meiner Oma bekommen. Das ist einfach so ein Lavendelspray fürs Kissen. Ich finde es strange. Es riecht aber auch nicht lange danach, aber ich schlafe tatsächlich ganz gut ein, sogar relativ gut durch. Also ich habe beides, sowohl Einschlaf- als auch Durchschlafschwierigkeiten. Vielleicht liegt es aber auch einfach nur daran, dass ich momentan so einen Punkt erreicht habe, wo ich so müde bin, dass ich halt einfach auch so ohne alle schlafen würde. Aber vielleicht ist ja das hier ein Faktor. Ja, dass ich generell mal die Kamera richtig einstellen sollte, aber ich wollte euch vor allem mal wieder meinen Wocheneinkauf zeigen. Das habe ich ja schon in Ewigkeit nie gemacht und in diesem Vlog ist es eigentlich auch nicht sinnvoll. Vielleicht mache ich das zukünftig dann nur noch auf Instagram. Könnt mir ja mal gerne sagen, was ihr davon haltet, aber das hier habe ich für diese Woche eingekauft. Dürfte alles vegan sein, wenn ich mich nicht verguckt habe. Wird eine gute Woche. Aber, und Leute, wir müssen reden. Ist euch aufgefallen, dass es schon wieder nirgendwo mehr Klopapier zu kaufen gibt? Dass schon wieder nur noch überall leere Regale sind? Und jetzt ratet auch mal, warum mir das aufgefallen ist. Ach Mann, ey. Doch dieses Scheißproblem hätten wir hinter uns gelassen. Oh, ist natürlich auch eine Art zu zeigen, dass man das Virus doch wieder ernst nimmt. Oder zumindest einen drohenden Lockdown. Meine Herren, ey.
Meine Bestellung ist angekommen. Zum einen hier ist so ein Gummibandzeug, weil ich doch nochmal am Überlegen bin, mir neue Masken zu machen. Ein neues Journal gekauft. Ich hatte eigentlich ja schon mir eins gekauft für das nächste Jahr, weil planungsmäßig geht es für mich jetzt schon auf das Jahr 2021 zu. Allerdings fand ich das in drinne, war das dann doch so ein bisschen meh. Ich fand, die Seitenaufteilung war da doof mit den gedotteten Punkten. Da war so viel Rand, dass man irgendwie nicht so viel Platz hat. Und es war halt irgendwie doof. Und dementsprechend habe ich mir jetzt doch nochmal ein neues gekauft. Und hoffe, dass es hier besser sein wird. Und weil man hier auf einen Mindestbestellwert kommen muss, weil man sonst besser Kosten zahlt, habe ich mir hier nochmal so ein Alphabet-Stempel-Gesamtset-Teil gekauft. Okay, wow. Sind jetzt alle verkehrt rum, aber 70-teilig soll es sein, ich zähle jetzt nicht noch. Aber hier sind halt alle Zahlen drin und vor allem Groß- und Kleinbuchstaben und sie sind nicht so groß. Stelle ich mir praktischer vor fürs Journal. Bin doch eher für das hier entschieden, weil das auch mehr Seiten hat. Und das ist jetzt das stärkste Papier, was ich je gesehen habe, 150 Gramm Seiten. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, es wird garantiert nochmal so ein Review-Ding geben, beziehungsweise so ein Setup dann für das nächste Jahr. Irgendwann im Dezember vermutlich. Es geht nicht mehr zu. Das ist ein Problem. Ey, dieses Zeug hier, ne? Mega. Funktioniert super. Schmeckt exakt wie süße Sahne. Da kommt keiner auf die Idee, dass das vegan ist. Also das Zeug ist gerade, damit habe ich ja gerade diese Geistermuffins gemacht. Also die simpelste Variante aller Halloween-Süßigkeiten. Das ist der Shit. Da. Ich habe jetzt endlich einen Drucker. Ich habe tatsächlich jahrelang ohne eigenen Drucker gelebt. Musste immer entweder in die Uni, Bibliothek oder Copyshops gehen, um mir irgendwelche Sachen auszudrucken. Und jetzt habe ich endlich einen eigenen. Das Leben beginnt. Es wird schön. Oh nee, ernsthaft, ich hatte es so satt, wegen jedem einzelnen Papier immer in den Druckershop rennen zu müssen. Jetzt muss ich nur noch einen Platz auf dem Schreibtisch dafür finden. Insbesondere, da ja noch der Inktober gerade läuft und ich den Platz hier gerade so ein bisschen brauche. Mal gucken. Es hat funktioniert! Ich habe jetzt offiziell einen Drucker. Ich weiß, für jeden anderen das Normalste der Welt. Für mich nicht, aber jetzt gehöre ich auch zu denen, für denen das das Normalste der Welt ist. Wir, sage meine ich, probieren heute mal dieses vegane Hack aus. Bin sehr gespannt. Ich habe Positives darüber gehört und hoffe, es stimmt. Was halt schon mal auffällt, ist, wenn das nur so viel Hack oder Produkt ist, warum ist so viel leerer Raum? Eine kleinere Verpackung würde es doch dann auch tun. Nur um mich als Verbraucher in die Irre zu führen, um zu sehen, ach guck mal, ist genauso groß wie normales Hack, was soll denn das? Okay, es riecht schon mal relativ intensiv und ich muss sagen, es riecht nicht gut. Ich weiß nicht, ist ein sehr ungewohnter Geruch für mich.
Also zumindest jetzt so im Rohzustand. Mal sehen, wie es sich gleich in der Pfanne verhält. Verhält sich in der Pfanne eigentlich ganz gut. Ich habe es auch an den meisten Stellen recht knusprig gekriegt, hoffe ich. Jetzt muss es nur noch vom Geschmack her überzeugen. Ich fürchte, man sieht es gerade leider relativ schlecht durch die Kamera, aber der hintere Baum hat so ein richtig wunderschöne, leuchtend gelb-orange Blätter und der hier vorne so richtig coole, dunkel-lilane Blätter und das beides in Kombination. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster gucke und das sehen darf. Das ist für mich so Halloween-Farben. Es ist großartig. Ich bin gerade wieder dabei, ein bisschen aufzuräumen, also wieder alles einmal so richtig aufzuräumen und auszusortieren und so, weil ich habe mittlerweile so viel Stuff hier drin. Ach ja, ich brauche eigentlich viel, viel mehr Platz, weil ich möchte, dass dieser ganze Bereich hier wegkommt, dass das nicht so auf den Schreibtisch steht. Weil, Achtung, Schreibtisch sieht gerade scheiße aus, da ich hier gerade alles stehen habe mit dem Drucker jetzt neuerdings hier auch, habe ich noch viel, viel weniger Platz und das hier ist mir zu wenig Platz auf dem Schreibtisch, das geht so nicht. Ich meine, jetzt hier gerade sieht man auch, ich male gerade wieder und der Inktober läuft hier auch, deswegen steht die Kamera auch immer hier. Also jetzt gerade sehe ich meine Hand, aber da Stativ und so. Es ist viel zu wenig Platz. Und so ein bisschen Platz schaffen kann man tatsächlich auch, indem man einfach aufräumt. Das hatte ich hier zum Beispiel. Hier habe ich einfach nur so ein bisschen alles aufgeräumt. Dadurch konnte ich hier diesen Bereich wieder leer räumen. Hier ein bisschen was freischaffen. Von diesen Dingen hier hatte ich ja zwei Stück. Ich glaube, da macht man eigentlich Socken oder sowas rein. Hatte ich mal bei einer Nunana vor Jahrtausenden gekauft. Jetzt ist hier drin, sind Süßigkeiten. Und ich hatte hier ein zweites, wo meine Yankee-Tarzen so drin sind. Das habe ich jetzt hier reingemacht. Das sind hier diese so eine Kosmetik-Taschentücher-Boxen. Die ich dann einfach aufschneide und dann halt als Verstauungsmittel benutze. Das habe ich ja auch hier, wo meine Stifte drin sind. Das beide sind eigentlich auch Taschentücherboxen. Und die Box, die hinten frei geworden ist, die habe ich jetzt hier reingepackt für meinen ganzen Schreibtischzeug, weil das so rumgeflogen ist. Und ich hatte das ja hier in diesen Plastikboxen drin, wo Champignons oder sowas vorher drin waren, damit das nicht so rumfliegt. Aber man kam schlecht ran. Generell, man konnte in Schubladen ja hinten immer so blöd ran. Sieht mega voll und mega doof aus, aber wenigstens fliegt hier nicht alles rum. Aber irgendwie so richtig glücklich bin ich damit auch nicht. Den Schreibtisch generell möchte ich auch noch aufräumen. Also heute steht noch das hier an. Und da hat sich ein riesen Chaos ausgebreitet, was nicht geht. Aber ich habe auch generell ein Platzproblem. Meine Idee war, dass ich hier in die Schmuddelecke... da hängen übrigens noch Washi-Dinger, weil ich drehe heute, ach egal. Und ja, dass ich hier vielleicht noch so ein Aufbewahrungsding halt mir hole, damit ich obendrauf würde ich dann den Drucker stellen und im Reinen würde ich dann, was hier noch drin ist, meine Aquarellfarben und meine Acrylfarben mit reinmachen. Dann habe ich hier zwei Schubladen frei, um das, was hier ist, dann in die Schubladen zu räumen. Und dort auch so, was da aber an Aktendinger drin ist, könnte dann da auch vielleicht mit rein. Würde mir viel Stauraum bedeuten, wenn ich mir hier nochmal so ein Schränkchen mit rein hinstelle. Kleines random Ding, ich habe gestern übrigens meine Ledertasche mal wieder eingeölt. Wie man auch sieht, ich bin nicht so gut mit ihr umgegangen. Also hier sind auch irgendwie Wasserflecken draufgekommen, die ich nicht mehr richtig rauskriege. Naja, ist halt echt Leder tatsächlich. Hatte ich mir damals im Studentending, ich weiß nicht, zweites Semester oder so, hatte ich mir das einfach mal gegönnt. Und ich habe die Tasche halt noch. Also ich schmeiß die jetzt nicht weg, nur weil sie aus Echtleder ist. Das wäre ja doppelte Verschwendung. Und ich hatte meinen Kleiderschrank hier mal wieder aufgeräumt. Oh, da steht schon mein Adventskalender bereit. Ich werde dieses Jahr so einen haben mit Biozeug drin. Und hier war alles voll. Und ich habe hier nur aufgeräumt. Und habe dementsprechend wieder alles hier unten reinbekommen. Also da ist mein kleiner Koffer, ist jetzt da mit drin, zusammen mit Decken und Kissen. Und das hier ist so Bettdeckenzeug zum Wechseln und so. Hier sammle ich gerade noch ein bisschen Stoff, weil ich mir nochmal Masken neu nähen wollte. Und dadurch, dass ich hier doch alles reingekriegt habe, was ich ursprünglich gar nicht dachte, bevor ich angefangen hatte mit dem Aufräumen,
habe ich es tatsächlich hinbekommen, dass hier unten ein ganzes Fach frei ist. Einfach so. Einfach, weil ich nur ein bisschen aufgeräumt habe. Was ich jetzt mit dem Platz anfangen soll, weiß ich noch gar nicht so genau, aber er steht schon mal da. Ich habe tatsächlich auch ganz viel Zeug da oben noch mit reingemacht. Also das da ist der Karton von meinem Drucker und das da ist, weiß ich gar nicht mehr so genau. So generell Stauraum ist halt so ein Thema, ne? Ich hätte nämlich gerne auch noch so eine Kästen fürs unterm Bett. Weil hier ist ja noch ganz viel. Hinter Bett sammle ich übrigens diese Staffeleien. Also nicht Staffeleien, wie heißt die? Leinwände. Also unterm Bett habe ich ja hier noch ganz viel Stauraum, der gerade für gar nichts benutzt wird. Und das, es gibt doch bei Ikea oder so eine Boxen, die so genau angeblich unters Bett passen. Weil das hier sind nämlich nur 30 cm Höhe. Ist dementsprechend nicht viel. Aber da bin ich noch am Überlegen, ob ich mir nicht noch zwei davon hole. Sind zwar aus Plastik, aber hey, was soll's, um halt auch Bettzeug und sowas ganz viel reinzumachen, kriege ich den Kleiderschrank vielleicht komplett leer. Wie gesagt, dann noch den Schrank neben den Schreibtisch, um die Schreibtischfläche zu erweitern. Und ich habe hier ja immer noch eine ganze Wand, also hier, eigentlich könnte man ganz viel Stauraum für Wand noch benutzen, aber ich kriege selbst mit Bohrer keine Löcher hier rein. Ich weiß nicht, wie meine Vormieterin das hinbekommen hat, weil ich sehe, dass da so Teile sind, wo eindeutig vorher ein Regal drin war, aber ich habe keine Ahnung, wie sie das geschafft hat. Ich weiß nicht, ich brauche hier offensichtlich eine Hilti, nicht nur nochmal ein Schlagbohrer. Ich kriege sie jedenfalls nicht hin. Hier nochmal so ein Boxenregal praktisch würde mega viel neuen Stauraum für mich bedeuten. Das wäre natürlich der Hammer. Auch für meine Küche hätte ich gerne Hängeschränke noch zusätzlich für extra Stauraum. Und das ist das gleiche Problem in Grün. Ich kriege auch da keine Nägel in die Wand. Doof gelaufen. Gerade einkaufen und ratet, wer vergessen hat, von diesem Einkauf ein Posting zu machen. Ich wollte eigentlich ja mal wieder so zeigen, das habe ich eingekauft und dann kam auch der Vorschlag, dann könnte ich doch auch gleich zeigen, das möchte ich daraus kochen. Was eine super Idee ist, was ich super gerne gemacht hätte und das jetzt irgendwie total verpennt habe. Ich könnte jetzt natürlich wieder alles raussammeln, was ich so und aus den Kühlschränken und so und aus den Gefrierschränken und so wieder rausholen, aber oder ich mache es einfach nächste Woche. So lange halten Vorsätze. Naja, gut. Apropos Vorsätze. Ich habe jetzt mir einen Blutspendetermin geholt. Es gibt hier so eine Aktion, blutig durch den Herbst. Okay, nee, keine Ahnung, was Blutspende im Herbst oder sowas. Ich wollte eigentlich, denn die haben auch geöffnet jeden letzten Samstag im Monat. Und das wäre dieses Mal genau auf Halloween gefallen. Also auf den 31. dachte ich so, hey, ist ja super witzig. Ich überwinde mich gegen meine Spritzenphobie und lasse mir dann vielleicht Blut abnehmen an Halloween, aussaugen, wisst ihr? Hahaha. Hab natürlich aber nicht dran gedacht, dass der 31. natürlich ein Feiertag ist und die natürlich nicht aufhaben. Ich habe stattdessen einen Termin für Mittwoch bekommen, also noch viel früher, als ich dachte. Ich bin ein bisschen nervös. Aber weil ich verdammt geile Freunde habe, begleitet mich eine Freundin, die sich bereit erklärt hat, hat dann auch gleich für den Tag einen Termin gemacht zur gleichen Zeit und wir ziehen das dann zusammen durch. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Ich bin auch alt genug, das zu überspielen. Ich kriege das schon hin, aber ich bin trotzdem ein bisschen nervös. Ich habe halt noch nie in meinem Leben Blut gespendet. Ich habe sogar noch nie in meinem Leben Blut abgenommen bekommen. Also es steckte noch nie eine Nadel länger, als wie es halt dauert, eine Impfung zu bekommen in meinem Arm drinne. Sie hat nichts gesagt, Frau Herrin. Und da bin ich wieder, wie ihr seht, an einem Stück aufrecht stehend. Ich habe es sehr gut überstanden. Es war eine positive Erfahrung. Die Leute, mit denen ich dort aber zu tun hatte, waren sehr nett, die sehr geduldig, die immer wieder gleichen Phrasen aufgesagt haben. Es war dort auch alles sehr schön Halloween-mäßig geschmückt, was mir sehr gefallen hat. Was ich jetzt schon mal weiß, meine Hämoglobinwerte sind in Ordnung. Ich habe nicht hingeguckt, während mir die Kanüle gesetzt wurde. Ich war also überlegen, aber habe dann instinktiv dann doch eher weggeguckt. Den Einstich selbst, den habe ich auch durchaus gespürt. Also ich glaube, die Kanüle ist ja generell so ein bisschen dicker. Aber es war jetzt nicht schlimm.
Witzigerweise finde ich, ist das ein ähnlicher Schmerz, als die Nadel auch wieder rausgezogen wurde. Was ja auch irgendwie Sinn ergibt, ne? Immer halt dann, wenn es die Haut durchläuft. Allerdings, wenn die Nadel erstmal steckt, steckt sie. Also dann floss auch alles gut, wobei nicht ganz so perfekt. Also ich habe ein bisschen zu wenig getrunken, aber es lief alles wunderbar. Und wie halt, sobald die Kanüle steckt, dann schmerzt auch überhaupt nichts mehr. Man spürt eigentlich auch nichts mehr. Ich hatte auch das Glück, dass eine Freundin von mir spontan gesagt hat, so, cool, mache ich auch. Also ich komme mit zu dem Blutspende und wir hatten zur gleichen Zeit einen Termin. Und haben danach dann halt noch die Zeit im Aufenthaltsraum verbracht, wenn man soll sich ja so ein bisschen schonen danach und so, ne? Man kriegt ja auch so ein paar Sachen gratis, danach einen Kaffee zum Beispiel. War überhaupt nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Wer hätte es gedacht? Thank you.